Hallo Freunde des Tabletops und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Tabletop Hebewerk. In unserer heutigen Folge zeigen wir euch, wie ihr mit einfachen Mitteln kleine Waffenständer bauen könnt für eure Spieltische. Bleibt dran und wir sehen uns am Ende des Videos. Für unsere heutige Ausgabe benötigen wir neben den üblichen Bastelmaterialien Eisstiele aus Holz, Kaffeerührstäbchen, Schaschlikspieße und ein paar Bits. Im ersten Bauabschnitt nehmen wir uns einen Eisstiel und markieren ihn uns bei ca. 4 cm und schneiden ihn ab. Dann nehmen wir das als Schablone und zeichnen uns noch einmal einen an. Auch das knipsen wir einfach ab, sodass wir zwei Teile haben. Dann nehme ich mir einen weiteren Eisstiel und entferne dort auch die Rundung und messe mir den bei 3,5 cm ab. Auch das kann ich einfach abknipsen. Alle Teile werden jetzt einmal abgefeilt am Ende. Dann brauche ich noch ein Stück mit 3,5 cm Länge. Dann nehme ich mir einfach das von eben als Schablone. Und auch da knipse ich einfach das gerade ab. Dann habe ich hier einen Schaschlikspieß. Den messe ich mir auch auf der Länge von 3,5 cm an und knipse den auch einfach ab. Dann habe ich hier noch ein Kaffeerührstäbchen. Dort entferne ich die Rundung. Das wird auch auf die gleiche Länge von 3,5 cm abgemessen und auch abgeknipst. Davon brauche ich auch zwei Teile. So, da ich jetzt alle Materialien habe, werde ich diese noch auf Alt trimmen. Dazu benutze ich ein Skalpell und bearbeite die Ecken und Kanten etwas und gebe den Ganzen mit einer Drahtbürste noch Struktur. Dann wird alles mit Holzleim zusammengeklebt. Dazu nehme ich mir Holzleim und einen Pinsel, beschmiere das erste 3,5 cm Stück mit Holzleim und klebe das auf das andere 3,5 cm Stück. Dann justiere ich das, dass es so in der Mitte ist. Dann kommt der Schaschlikspieß, beziehungsweise das, was vom Schaschlikspieß noch übrig geblieben ist, einfach so als Zierde rauf. Das wird auch alles mit Holzleim festgeklebt. So soll es dann aussehen. Das lasse ich jetzt erstmal gut trocknen. Dann kommen die Seitenteile ran. So. So, dann kommen noch die Seitenwände ran. Auch dort nehme ich wieder Holzleim zum Rankleben. So, dann wird das Kaffeerührstäbchen positioniert auf beiden Seiten. So, und damit ist das Grundgestell schon mal fertig. Für die erste Variante habe ich hier nochmal ein 3,5 cm langen Kaffeerührstäbchenstück. Das klebe ich einfach so in die Mitte rein. Dann messe ich mir hier kleine Stücke ab, dass ihn weggepfeffert. So, die schneide ich einfach ab. So, brauche ich ein paar Stück. Den nehme ich dann immer zum Ranmessen. Dann habe ich mir mit einem Bleistift ein paar Punkte gesetzt. Dort gebe ich nun Holzleim rauf. Und klebe die Teile einfach dort drauf. So sieht dann der Waffenständer aus. Dann habe ich hier ein paar Plastiksperre
und die klebe ich auch mit Holzleim einfach in die Lücken rein. So, mache ich Holzleim drin in den Lücken. Oh, und dann sieht das Ganze so aus. Ich habe ein paar verschiedene Waffenständer gemacht. Dann habe ich hier nur einen gemacht mit Helm. Dazu habe ich einfach nur einen Balken quer hin geklebt und ein paar Helmbits drauf geklebt. Das gefällt mir schon richtig gut. So, hier ist der mit den Speeren nochmal. Und hier habe ich noch einen gemacht mit Äxten. So, dass die reinpassen. Das sind Streichhölzer, 2 Stück, gekürzt und rangeklebt. Dann geht es mit der Bemalung weiter. Ich bemale erst das ganze Holz mit einem dunklen Braun. Oh, schön anpinseln. Wenn das getrocknet ist, male ich grob mit einem helleren Braun alles nach, um ein bisschen Farbvielfalt reinzubekommen. Auch in die kleinen Ecken mit ein bisschen Hellbraun rein. Soll ja nicht gleichmäßig aussehen. Dann habe ich hier ein Beige. Und damit werden nun alle Waffenständer trocken gebürstet. Bevorzugt auf unsere bearbeiteten Ecken. Dann bemale ich die ganzen Bits, die ich rangeklebt habe, die Waffen und die Helme. In diesem Fall die Helme mit Silber. Die haben dann auch ein dunkles Wash bekommen. Das Ganze sieht dann so aus, wo es getrocknet ist. Dann habe ich hier noch ein paar kleine Schilder vorbereitet. So. Und die werde ich nun auch einfach an die ganzen Waffenständer rankleben. Ja. Und damit sind die Waffenständer fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge und viel Spaß beim Nachbasteln. So, Freunde des Tabletops, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Habt ihr auch schon Waffenständer nachgebaut? Dann schreibt uns das in die Kommentare rein oder schickt uns davon gerne ein Foto. Wir freuen uns drauf. Unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer alle möglichen Links von uns. Da könnt ihr gerne mal durchklickern und durchgucken, was so geht. Denkt jedenfalls immer dran, make Tabletop great again und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, haut rein!